Heute im Interview bei FSV TV unser Kapitän Björn Schlicke. Hallo Björn. Hallo. Am Samstag beim Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern kannst du endlich wieder spielen. Deine Sperre von 3 Spielen ist abgelaufen. Wie groß ist die Vorfreude darauf? Ja, wenn man selber Fußball gespielt hat, weiß man, dass man möglichst jedes Spiel spielen möchte. Und da tat es natürlich nicht so gut, die 3 Spiele Pause. Aber ich denke, die waren gerechtfertigt. Von daher freue ich mich jetzt wieder auf das nächste Spiel gegen Kaiserslautern. Und was erwartest du dir von dem Spiel gegen Kaiserslautern? Ja, es wird jetzt die Tribüne neu eröffnet und ich hoffe natürlich, dass einige Zuschauer sich ins Stadion verirren werden, sage ich mal, dass eine gute Atmosphäre herrschen wird. Ich denke, dass es auch ziemlich voll sein wird und ja, Kaiserslautern ist eine gute Mannschaft, hat noch kein Spiel verloren und ich hoffe mal, dass das sich am Wochenende ändert. Genau, das sollte eigentlich die nächste Frage sein. Wie groß schätzt du die Chancen ein, dass es sich ändert, dass ihr den ersten Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern einfahren könnt? Ja, bis auf das letzte Heimspiel, denke ich, haben wir ja auch eine weiße Weste gehabt im Jahr 2012 zu Hause. Da wird die Mannschaft jetzt mal zeigen, ob das ja ein einmaliges Versehen war. Und ich hoffe mal, dass wir ja vielleicht an die vorgehenden Spiele anknüpfen können und vielleicht eine neue Serie aufbauen können. Inwiefern denkst du, dass vielleicht auch die erstmals genutzte Haupttribüne einen zusätzlichen Impuls dafür geben kann, dass wieder eine neue Serie gestartet wird im Frankfurter Volksbankstadion? Ja, ich hoffe mal, dass das der Grundstein ist für eine neue Serie. Und ist natürlich schöner, wenn man vor einem Stadion spielt, wo ja, um den ganzen Platz die Zuschauer sitzen. Und von daher gehe ich mal davon aus, dass es eine ganz besondere Atmosphäre am Wochenende wieder wird. Und ich freue mich schon drauf. Momentan steht der FSV auf dem 7. Platz. Ihr habt noch Spiele gegen die 3 bestplatzierten Teams in der Liga. Habt ihr euch ein Etappenziel gesetzt? Welchen Platz wollt ihr erreichen in der Winterpause? Nee, haben wir uns nicht gesetzt, weil ich denke, wir haben gut daran getan, von Spiel zu denken. Das sieht man, was dann dabei rauskommt. Wir haben 21 Punkte. Ich denke, ist nicht so schlecht für unsere Verhältnisse und für unsere gesteckten Ziele vor der Saison. Von daher denken wir jetzt auch von Spiel zu Spiel. Und das nächste Spiel ist das Wichtigste und das ist eben Kaiserslautern. Dann wünsche ich viel Glück und viel Erfolg für das Spiel gegen Kaiserslautern. Vielen Dank, Björn Schlicker. Dankeschön.